Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Hohe von den Mantikern in Hamburg und ich freue mich, dass wir heute mit diesem ersten Live-Video zeigen, was wir in Zukunft regelmäßig präsentieren. Weil bei uns und auch in unserem Umfeld die Zigeuner-Orakelkarten ein bisschen ins Hintertreffen kommen, werden wir regelmäßig diese Karten vorstellen, wir werden mehr darüber berichten und wir werden auch regelmäßig Legungen machen. Wir haben jetzt das erste Halbjahr fast hinter uns gebracht und wir dachten, es ist ein wunderschöner Einstieg, wenn wir jetzt beginnen, so einen kleinen Ausblick, einen kleinen Überblick über die nächsten 6 Monate in diesem schon etwas verrückten 2020 über uns zu zeigen. Wir haben heute hier die Technik mit 2 Kameras eingerichtet. Wir werden dann hier, wo meine Hände im Moment sind, dann die Karten hinlegen und ich werde das Legesystem nutzen, das mir sehr viel Aufregendes und Spannendes in Bezug auf Legungen in der Vergangenheit gebracht hat. Das ist das große Blatt. Das heißt, alle 36 Karten werden gemischt, alle 36 Karten werden ausgelegt und dann gucken wir, was ist denn los? Was wird passieren? Wo haben wir Aussichten, Ansichten, unterstützende Merkmale? Und wo ist vielleicht noch etwas, was uns die Karten nicht verraten wollen, weil es vielleicht für uns noch nicht wirklich Thema ist? Also, ich würde sagen, wir beginnen. Ich freue mich, dass ich Sie heute dabei habe und wir nehmen die tolle, schöne Frage, wie entwickelt sich die nächsten 6 Monate? Und wenn ich Kommentare von euch bekomme, dann gebe ich natürlich sofort dazu nicht meinen Senf, nein, sondern einfach meine Antwort darauf. Und ich denke auch, weil es ja nicht einfach eine Frage ist, die sich auf Kurzes bezieht, sondern wir haben hier doch 6 Monate, mische ich die Karten besonders ausgiebig und umfangreich. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir das so wunderschön hinkriegen, dass wir schlussendlich auch auf der zweiten Kamera toll die Bilder sehen. Ich muss hier schnell noch mit der Maus 2 Einstellungen verschieben, dann sehe ich auch viel mehr auf meinem Kontrollmonitor. So, jetzt ist alles wieder wunderschön und stimmig. Die beiden Hauptprotagonisten sehen wir auch schon hier liegen. So. Voilà, alles da, alle 36 Bilder und wie wir es schon wissen, wir gehen von der Vergangenheit in die Zukunft, wie wenn wir auch eine Zeitschrift, ein Buch lesen würden und so liegen unsere nächsten 6 Monate wunderbar vor mir. Logischerweise habe ich es ein bisschen egoistisch, wie ich nun mal auch ab und an bin, auch auf mich bezogen. Und wir sehen, hier bin ich als männliche Hauptperson. Ja, und ich habe mal so für die nächsten 3 Monate so einen tollen, schicken Ausblick für mich. Alles von hier aus gesehen ist ja meine Vergangenheit, hier wäre meine Zukunft. Wie sieht es denn um mich so im Außen aus? Das wären diese
drei Karten. Ah, da kann man sich nicht beschweren mit der Karte Hoffnung und mit der Karte Sehnsucht in den Gedanken. Ist das schon eine ganz schöne und wunderbare Aussicht für die nächsten Monate. Und ich bin auch sehr zufrieden, wenn ich da auch sehe, dass ich mir im Außen wenig Ängste und Sorgen machen muss. Ein bisschen anders sieht es dann schon auf der Gefühlsebene aus. Ich muss vielleicht Dinge loslassen, die mir lange wichtig waren. Warum komme ich auf diese Aussage? Na, ich sehe hier gegenüber die Beständigkeit. Das ist ein Indikator, ein Hinweis, dass man den Wunsch hatte, etwas zu entwickeln oder ein alter Herzenswunsch vorhanden war, den darf man ruhig loslassen, um dann neue Herzenswünsche zu generieren. Das wären so die emotionalen Ebene und man sieht die Fröhlichkeit in den Gedanken, auch das ist wunderbar und ja, ich darf mich von Gedanken, von Überlegungen verabschieden, die ich nicht mehr brauche. Ich kann mich da davon stehlen. Das ist auch der Hinweis, der Tipp für mich persönlich bringt. Ja, soweit gefällt mir das so gut. Aber welche Tendenzen haben wir denn allgemein in den nächsten 6 Monaten zu erwarten? Und was natürlich spannend wird, wie ist denn die Gefühlsmeinung im Außen, in der Bevölkerung, welche Gefühle herrschen. Und da ist für mich immer wichtig, die beiden Karten, die zentral liegen. Und für mich ist das so der Hinweis, dass die Gesellschaft als sich, als Gemeinsames, misstrauisch wird. Die Gesellschaft Spannungen bekommt, nicht mehr alles glaubt, nicht mehr zufrieden ist mit den Dingen, die sie erleben. Und hier ist die Gesellschaft auf den Sprung, noch misstrauischer zu werden. Hier ist die Gesellschaft, so dieses Innenleben, noch hartnäckiger gegen zu steuern. Und wenn ich mir die Außenkarten, das wäre, wenn man die ganze Gesellschaft als Person nimmt, als Einzelner, dann sieht man schon, ja, in der Vergangenheit waren unangenehm, es war Misstrauen, war auch eine Form des Rückzugs, eine Form der Destruktion und auch des in sich Haltens und eben auch, man sieht es hier mit der Karte Traurigkeit, auch ein zurückgeworfen sein. Aber wir haben hier in der Zukunft mit der Karte Geschenk und mit der Karte Reise wieder den Hinweis, es bleibt nicht so, wie wir es kennen, sondern wir begeben uns los, wir erlauben uns neue Dinge zu erleben. Wir werden nicht mehr alles so einfach für uns erlauben und es auch hinnehmen. Was interessiert uns grundsätzlich? Ne, so ein bisschen eine Entwicklung im monetären Sektor. Wenn wir das so ein bisschen angucken, dann sehen wir auch, man soll darüber sprechen. Man soll sich nicht nur zurückziehen, sondern man soll darüber sprechen, was bedeutet uns noch das Monetäre? Was bedeutet uns noch Geld? Wo wollen wir denn hin? Und wenn ich mir hier die Entwicklungstendenzen so angucke, dann gibt es hier Veränderungen. Dann haben wir hier einen Einschnitt, der uns alle nachdenklich macht, der die Gesellschaft nachdenklich macht, der auch darauf hinweist, seid vorsichtig, seid bedacht, denn diese Form des Monetären, da gibt es nochmal einen Einschnitt oder einen Wumms. Und das kann sehr gut der Hinweis sein, dass wir mit unseren Lösungen, die wir momentan in der Gesellschaft haben, nicht mehr so glücklich sind. Dass wir hier vielleicht mit ganz krassen Problemen zu tun bekommen. Und das sieht man auch in der, also Sicht des Geldes, in der Gedankenlinie, wo der Hinweis ist, seid vorsichtig, ne? Handelt nachhaltig, vertraut nicht auf ein schnelles Glück, ne? Das kann sonst in die Hose gehen. Ne? Und wenn man das ein bisschen weiterspinnt, dann entwickelt sich das neu. Nur wir
haben auch hier eine ganze Portion Vertrauen, die wir haben müssen, und zwar Vertrauen in uns selbst. Und von da aus gesehen haben wir schon eine wunderbare Situation, was das Finanzielle betrifft. Immer gerne, immer Thema, wie sieht es denn auf dem Wohnungsmarkt, wie wird sich denn dort die Entwicklung, wie sieht es denn im berühmten Bedrohungsgeld, wie sieht es denn in Häusern aus, wie sieht es denn in unserer Wohngesellschaft aus. Und hier sehen wir auch, wir haben in der Vergangenheit nicht mehr so diese Freude gehabt. Na klar, wenn die Mieten immer mehr und mehr steigen, dann wird es auch hier in den nächsten 6 Monaten eine Veränderung geben. Und diese nächsten 6 Monate werden im Außen ein Hinterfragen geben, ein Hinweis auch, dass man nicht mehr alles so ungefragt weiter wachsen lassen darf, dass man auch das Mieten nicht mehr umgeschaut immer in die Höhe wachsen dürfen. Und das zeigt sich auch hier schon, dass Ende Jahr dann auch hier eine Veränderung eintreten muss. Ja, mit dem Tod, der ja für Transformation steht, der auch uns Hinweise gibt, dass es jetzt Zeit ist, über Neues nachzudenken. Ja, und was auch immer ganz spannend ist, wie sieht es denn mit unserer Gesundheit aus? Nun haben die Zigeuner-Wahrsagekarten in dem Zeitpunkt, an dem man sie geschaffen hat, nicht unbedingt die Gesundheit als Fokus gehabt, sondern man war eher mit dem Thema Krankheit behaftet. Und das zeigt sich auch in dieser Karte, die wir auch hier in der zentralen Linie liegen haben. Und wir sehen schon, im Moment ist das Ganze ein Thema, wo es viele unterschiedliche Meinungen gibt, wo wir unterschiedliche Ansichten haben und wo wir auch unterschiedliche außenwirksame Themen haben. Und dieses Thema Gesundheit, ja, das kennen wir, das hat uns in den letzten Monaten sehr stark belastet, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen, uns auch einige Disziplinen abverlangt, das sieht man hier. Aber es hat uns auch dazu gebracht, dass wir gut durch eine Krise gekommen sind. Das ist aber die Vergangenheit. Uns interessiert, was passiert denn in der Zukunft. Und ich bin, wenn ich mir die Karten anschaue, eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir bis Ende Jahr weiterhin sehr gut mit unserer Gesundheit über die Runden kommen. Das bedarf aber auch, dass wir im Außen uns nicht nur der Sehnsucht hingeben, sondern auch wieder ganz streng sind, dass wir auch wieder mit uns auch auf eine Position des Vertrauens gehen und auch, dass sie sagen, ja, Fröhlichkeit ist okay, aber wenn ich fröhlich bin, heißt es noch lange nicht, dass ich bis zum Abwinken feiern muss. So, die ersten Kommentare sind eingetroffen. Ich begrüße alle, die mich hier durch die Sendung begleiten und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Was haben wir denn noch so in den nächsten 6 Monaten zu erwarten? Gehen wir doch mal ganz klar auf die Karten, vor der wir immer so ein bisschen Angst haben, wo wir sagen, oh, wenn wir jetzt die Karte lesen, dann haben wir gleich das berühmte Muffensausen. Ja, das ist mal als eine die Karte Tod. Nun steht da nicht drauf Sterben, da steht nicht drauf Ende im Gelände und ehe du dich versiehst, bist du in einem Sarg und bist nicht mehr handlungsfähig, sondern diese Karte heißt ganz klar Transformation. Und diese Transformation, die hilft uns, und zwar nicht im Außen, denn das wäre dann die Linie darunter, sondern, wie gesagt, ganz klar, werdet ein bisschen offener, getraut euch im Inneren zu transformieren, denn das hilft uns auch. Das hilft uns auch, nämlich diese Krankheit, diese malade Situation, in der wir stecken, wenn wir auch in den letzten 6 Monaten nicht krank waren, aber wir waren mit dieser behinderten Situation konfrontiert. Da haben wir gesehen, aha, das können wir aufbrechen. Da haben wir Chancen. Aber die Chancen haben wir nur, wenn wir uns als Gesellschaft, wenn wir uns als Gruppe dahingehend auch wieder zusammenschließen, wenn wir ganz klar im Kopf hart bleiben, uns an die Regeln halten und die Regeln auch
nicht nur bei anderen fordern, sondern auch bei uns. Und wir können nicht nur bis Ende des Jahres, sondern auch darüber hinaus partizipieren, indem wir hier ein neues System bekommen, indem wir hier neue Hilfe bekommen, indem wir hier neue Unterstützung der gesamten Bevölkerung geben. Ein Thema, das auch immer sehr gerne und sehr interessiert, aber auch unterschiedlich diskutiert wird, ist die Sache mit unserer Liebe. Und wir haben diesen kleinen Amor relativ weit und relativ unrespektiv vorne. Und wir würden auch hier mal kurz auf die Kommentare gehen. Kerstin schreibt, die Militärperson kann die auch für festgefahrene Strukturen und Meinungen stehen. Ja, die Militärperson, hier haben wir sie, liegt ja a priori als sehr geradlinig, aber eben auch nicht sehr flexibel in unserem System. Aber wir haben schon mal in der Vergangenheit eine Karte, die diese Militärperson hinterfragt, und gleichzeitig korrespondieren die Militärperson in die Juristerei, in den Richtereien, der für Rechtsfragen steht. Und da haben wir dann eben auch die Chance, dass dieser Offizier dann nicht mehr dieses Einengende ist, sondern dass der auch sich mal erlaubt, aus seiner Nummer rauszugehen und zu sagen, okay, ich muss auch das große Ganze wahrnehmen. Und er hat in die Zukunft eben auch wohlwollende, positive Karten rein. Von daher gesehen würde ich das so nicht als destruktiv oder stramm festgelegte Strukturen sehen, sondern eher, dass man diese Situation eher dann aufweicht. Aber wir waren bei der Liebe. Ja? Und die Liebe hat eine wunderschöne korrespondierende Karte, nämlich die Treue. Also das bleibt dabei, auch wenn ab und an das hinterfragt wurde, ne? Mit der Karte. Unglück. Aber in die Zukunft rein, ganz tolle zukunftsweisende Karten mit Geschenk und Kind, das ja immer für Aufbruch steht. Ja, und wie werden wir in den nächsten Wochen und Monaten mit dem Thema Kommunikation uns auseinandersetzen müssen? Und für die schriftliche Kommunikation steht ja der Brief. Nicht nur das, was wir von früher kennen, na, diese wunderschön über Seiten geführte Kommunikation in Briefen. Nee, wir reden auch von der schnellen Kommunikation in WhatsApp, in E-Mails, in sonstigen. Und das sieht man auch, hier haben wir denken darüber nach. Wir überlegen uns, ist denn all unsere Kommunikation, die uns vorgesetzt wird, denn wirklich noch so glaubwürdig. Wir sehen schon, in der Vergangenheit gab es hier doch eine Kombination, die nicht sehr wohlwollend war. Aber wir erlauben uns auch die Sehnsucht, dass wir diese Kommunikation wieder wohlwollend erleben. Die Hoffnung und die Sehnsucht, muss man hier besser sagen, gibt uns auch die Chance, dass wir hier Veränderung bekommen und dass wir wieder in eine Fröhlichkeit reinkommen, um zukünftig Veränderungen herbeizuführen, dass wir diese Kommunikation wieder glaubwürdiger haben, dass wir in all unsere ja, Mitteilungsbedürfnis und Glaubwürdigkeit, dass wir hier wieder da ganz werden, dass wir hier wieder auch Vertrauen schöpfen. Und wie sieht es dann mit dem gesprochenen Wort aus? Und hier haben wir eine sehr beliebte Karte, nämlich den Hermes darstellenden Götterboten. Den haben wir hier. Und dieser Hermes, der erlaubt uns auch in die Zukunft eben, ne, diese Veränderung. Haben wir wieder hier mit dem Tod. Also dieser Hermes, der bringt Veränderung ein. Der schafft eine andere Kommunikationsform. Und zwar eine Kommunikationsform, die uns allen einen Gewinn bringt. Wir haben schon hier korrespondierend das Geld. Und man sieht auch wieder, dieser Hermes, der bringt uns die Chancen. Der sagt, glaubt nicht alles, was ihr hört. Ja? Hinterfragt das mal, seid da feindlich, wenn euch jemand einfache Lösungen für schwere Probleme servieren möchte, aber erlaubt euch auch dann wieder in euren Gruppen, in eurer Kommunikation, in eurem
Freundes- und Kollegenkreis, dass er hier wieder mit mehr im Vor- und mehr Esprit reingeht, so, das wollte ich sagen. Und auch, was wir auf Ende des Jahres hin von diesem tollen Hermes haben. Also da klappt wieder die Kommunikationsmesse, da vertraut man wieder, dann sagt man, ja, wir merken jetzt, wir haben hier Dinge wohlwollend überstanden. Soweit ein kleiner Kurzausblick, den ich geben wollte für die nächsten 6 Monate. Der ist ganz klar und offen, dadurch, dass er für eine große Gemeinde ist, wenn man so will, für eine große Gruppe, noch relativ unausgewogen, weil wir, wenn wir das auf einzelne Personen runterbrechen, natürlich viel, viel klarer auch aussagen können. Aber wir finden, dass diese Legung für die nächsten 6 Monate uns ein bisschen von dieser Angst genommen hat durch die Vorkommnisse, durch dieses Coronavirus. Und wir finden, die nächsten 6 Monate geben doch die Chance, die geben doch Freude, die geben uns die Möglichkeit, dass sie sagen, so schlimm, wie wir es hatten, wird es nicht mehr werden. Ich wünsche euch einen schönen zweiten Teil des 2020. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Glück und danke, dass ihr bei mir dabei wart für den heutigen Tag. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare, schreibt E-Mails. Ich werde die gerne beantworten. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.